Mücken. Diese dreisten kleinen Sauger, die mit einem Bauch voller Blut, meinem Blut, die Fliege machen. Ich hasse sie. Sie können einem das schöne Picknick im Park versauen oder den Campingtrip mit Freunden. Ja, sie kommen sogar in deine Wohnung. Bah, Mücken sind echt das Allernervigste am Sommer. Warum müssen die auch stechen? Und warum juckt das immer so? Höchste Zeit, dass wir ein paar Antworten kriegen. Die Natur ist schon eine komische Sache. Australien hat Schnabeltiere, Säugetiere, die Eier legen und einen Entenschnabel haben. Es gibt Quallen, die unendlich lange leben können. Hier sind einfach so viele exotische und extrem seltene Geschöpfe auf der Welt, die sich als Wunder der Natur küren dürfen. Aber Mücken? Ne, die verdienen im Leben nicht so einen Titel. Die gibt es zuhauf und sind immer in Schwärmen unterwegs, egal wo du hingehst. Trotzdem, und das will ich eigentlich nicht wahrhaben, sind auch diese Tiere ein Wunder der Natur. Beginnen wir damit, dass Mücken echt antike Viecher sind, die sich womöglich vor 50 bis 100 Millionen Jahren entwickelt haben. Das heißt, sogar die Dinosaurier mussten mit dieser Plage kämpfen. Stell dir vor, ein T-Rex hätte eine zerschlagen müssen mit seinem Schwanz, armer Dino. Und natürlich gibt es sie überall. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde sogar der erste Mensch auf diesem Planeten mehr als einmal von einer Mücke gestochen. Mücken gelten als eine höchst anpassungsfähige Spezies. Abgesehen von der Antarktis leben sie auf allen Kontinenten in verschiedensten Klimabedingungen. Von der tropischen Subsahara in Afrika bis hin zu den kalten Wäldern im russischen Sibirien. Es gibt ungefähr 3000 unterschiedliche Spezies von Mücken auf der ganzen Welt. Und alles, was sie zum Überleben brauchen, ist etwas Wasser und eine warme Speise. Nee, nicht den Eintopf deiner Oma. Sie wollen einzig und allein das, was durch deine Venen fließt. Also, wie kommt es, dass sie unbedingt Blut von Tieren brauchen? Nur um eines vorweg klarzustellen, nicht alle Mücken saugen Blut. Und damit meine ich nicht irgendwelche anderen Spezies dieser Insekten, sondern es gibt einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Nur die Weibchen saugen Blut, während die Männchen sich ausschließlich von Nektar ernähren. Es ist, als wären alle Männchen der Erde ausnahmslos vegan unterwegs. So einen markanten Unterschied im Fressverhalten zwischen Männchen und Weibchen gibt es sonst kaum in der Tierwelt. Die guten Neuigkeiten sind, man kann die Unterschiede der beiden erkennen. Die männlichen Mücken sind etwas kleiner als die weiblichen. Und wenn du eine in der Nähe siehst, die so eine schicke gefiederte Antenne hat, hau noch nicht drauf! Das ist ein Männchen und es wird dich nicht stechen, egal was kommt. Weißt du, die Flügel eines Mückenweibchens bewegen sich so schnell, dass sie eine Flügelschlagfrequenz von 300 bis 500 Schlägen pro Sekunde erreichen. Und das ist dieser nervig hohe Summton, der mich mit meinem Hausschuh durch die Wohnung jagen lässt. Die gefiederten Sensoren der Männchen sind darauf gestimmt, diesen Ton wahrzunehmen und somit ihre Partnerin ausfindig zu machen. Was die Antennen der Weibchen angeht, die sind eher geschmeidig. Die Lebensdauer einer Mücke liegt bei nur 1 bis 2 Monaten, zumindest was die Weibchen betrifft. Die Männchen geben früher den Löffel ab, nach ungefähr 2 Wochen. Ihr ganzes Leben lang sind sie beschäftigt, vor allem die Weibchen, weil ihr Job noch viel härter ist. Die müssen nämlich eine Blutmahlzeit finden, damit ihre Eier produziert werden können. Aber dazu komme ich ein bisschen später. Wenn ihre Eier dann einmal fertig sind, ist es an der Zeit, ein schönes Fleckchen stehendes Gewässer zu finden, um sie zu brüten. Und weil sie es so eilig haben, suchen sie nach einer Blutquelle, die nur 2 bis 3 Kilometer von ihrem Brutplatz entfernt ist. Und genau deshalb solltest du dir auch kein Haus am See holen. Das gilt übrigens auch für dich, Peter Fox. Okay, aber was ist mit der Elektro-Insektenfalle am Hauseingang? Pff, bringt hier nicht viel. Entgegen der geläufigen Meinung finden Mücken ihre Beute nicht durch das Licht. Ehrlich gesagt gibt es auch wenige Spezies, die überhaupt menschliches Blut mögen. Die meisten bedienen sich eher an Säugetieren, die, wie du dir denken kannst, keinen Schuh oder eine Zeitung parat haben, um sie zu erschlagen. Und noch viel mehr bevorzugen ausschließlich Vögel oder Reptilien und Amphibien. Na gut, wenn aber Licht keine Mücken anzieht, wie wird man dann gefunden? Sie haben eine Vielzahl an Methoden, aber vor allem nutzen sie den Duft. Genauer gesagt schnuppern sie nach Körperwärme und der einen Sache, die jeder Mensch dauerhaft ausstößt. Kohlenstoffdioxid oder CO2. Jedes Mal, wenn du ausatmest, lockst du fliegendes Ungeziefer an. Eine Mücke kann schon eine kleine Menge reinen CO2s aus mehr als 20 Metern Entfernung riechen. Also halt lieber die Luft an. Nee, besser nicht.
In kleinerer Entfernung folgen sie der Wärme und allem, was sich so bewegt. Dafür haben sie ein paar Dinge, die ihnen dabei helfen. Erstens ein komplexes Augennetz mit hunderten Linsen, die ihnen ein weites Blickfeld ermöglichen. Und zweitens kleine Härchen überall auf ihrem Körper, die sie zu ihrer Beute führen. Also immer wenn du den Rasen mähst, bewegt sich auch die Luft um dich herum und die kleinen Mückenhärchen spüren das. Trotzdem, das wahre Geheimnis steckt im Fressverhalten der Mücken. Was du nur als kleinen Stich wahrnimmst, ist in Wirklichkeit ein langer, genialer Fütterungsprozess. Wenn eine Mücke ihre Beute findet, nähert sie sich vorsichtig. Okay, das Summen verrät sie, aber da können sie nicht viel machen, wenn ihre flatterigen Flügel nicht anders wollen. Ihre Aufgabe danach ist noch viel schwieriger, denn sie brauchen 3 Minuten, um sich den Wanst vollzuschlagen. Das sind 3 Minuten ständiger Angst, von ihrer Beute erschlagen zu werden. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass das Herumwedeln mit deinen Händen oder nach den Mücken zu schlagen nichts bringt? Das nächste Mal kannst du denjenigen hiermit überzeugen. Eine Studie aus 2018 von der Biologin Dr. Jeff Riffle hat bewiesen, dass sich Mücken den Duft einer besonders aggressiven Beute merken können und sie 24 Stunden meiden. Das heißt, wenn eine Mücke versucht, dich auszusaugen und du sie wegscheust, wird sie sich wahrscheinlich jemand anderen suchen. Und das ist eine weise Entscheidung von ihr, denn auch wenn sie unbemerkt landen kann, kann sie nicht immer gleich zustechen. Das Mundstück einer Mücke oder der Stechrüssel ist viel komplexer als nur ein scharfer Halm, durch den sie Blut saugt. Er besteht aus 6 unterschiedlich langen und dünnen Teilen, zusammengefasst Führungsstab, die von einer Art Außenlippe beschützt werden. Yep, sie greifen dich nicht nur mit einer, sondern mit 6 Nadeln an. Einige von ihnen haben klingenscharfe Zähne, die sich durch die Haut schneiden. Fun Fact: Medizinische Wissenschaftler waren von den Stechrüsseln inspiriert und haben Nadeln weniger schmerzvoll gemacht. Na, wenigstens etwas. Andere Teile der Fressausrüstung von Mücken dienen anderen Zwecken. Die einen orten Venen unter der Haut, die anderen injizieren Speichel. Der Speichel selbst ist wesentlich für den ganzen Prozess. Du weißt, Mücken brauchen 3 Minuten, um genug Blut zu saugen. Aber der waghalsigste Moment ist, wenn sie die Haut durchbohren, denn dann kann die Beute den Stich spüren. Deshalb pumpt die Mücke direkt nach dem Stich Speichel in die Wunde. Der Speichel besteht aus mehr als 100 verschiedenen Komponenten, von denen die meisten organische Substanzen sind, die Enzyme. Diese haben eine wichtige Aufgabe. Sie stoppen die Blutgerinnung und erhöhen den Blutfluss. Andere Enzyme helfen, die Stelle lokal zu betäuben. Im Moment, in dem die Mücke zusticht, fühlt die Beute nichts, bis die Mücke verschwindet und der Mückenstich zu jucken anfängt. Der Grund für die Reaktion ist einfach. Die meisten Menschen sind allergisch auf diese Enzyme. Und ich sage die meisten, weil es ein paar Glückliche da draußen gibt, die sich bei Mückenstichen nie kratzen müssen. Das ist Luxus. Aber die letzte und wichtigste Frage bleibt: Warum brauchen sie Blut? Vor allem, wenn die Männchen einfach von Nektar leben können. Wie ich schon angedeutet habe, brauchen Weibchen Blut für die Entwicklung ihrer Eier. Genauer gesagt brauchen sie eine Menge Protein und Eisen, und Blut hat viel davon. Nach einer ausgiebigen Mahlzeit und einem aufgeblähten Bauch voller rotem Zeugs braucht eine Mücke 1 oder 2 Tage, um zu verdauen. Dann legt sie ihre Eier und alles fängt von vorne an. Na toll. Aber bloß gut stehen wir auf ihrer Speisekarte nicht ganz vorne. Und wir sind ja eh gut auf eine Invasion vorbereitet, egal wie viele von ihnen kommen. Mein einziger Rat wäre noch, Methoden zu nutzen, um den Körperduft zu verschleiern, wie zum Beispiel mit Kerzen, Kräutern oder Sprays. Die beste Falle wäre wohl so eine, die wissenschaftlich getestet ist und Mücken in ihr Verderben treibt, indem sie das CO2 aussendet, nachdem die Nager suchen. Aber eigentlich hilft jedes Mittel dagegen, solange du dich nicht den ganzen Tag mit Jucken beschäftigen willst. Okay, wie ist es bei euch? Was macht ihr, um Mücken von euch fernzuhalten? Schreibt mir eure Tipps bitte in die Kommentare. Wenn ich dir heute etwas Neues beibringen konnte, gib dem Video einen Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Aber hey, kein Grund zu sticheln. Besser mach noch einen Abstecher auf unseren Kanal mit 2000 anderen coolen Videos. Klicke einfach links oder rechts und los geht's. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens und fern vom Wasser.